Guido Maria Kretschmer will sein neues Buch als Hörbuch einsprechen. Dort wartet auf den Modedesigner eine tolle Überraschung. Ach, das Originalbuch. Schauen Sie mal her. Ja, da freue ich mich sehr. Das habe ich noch nicht gesehen, also noch nicht als Buch fertig gebunden. Das ging aber jetzt sehr schnell. Das ist ein Vorab-Exemplar. Da haben wir 1500 Stück gedruckt. Die sind gestern schon rausgegangen an Medienpartner, an Social-Media-Experten, Influencer, Kritiker. Also ich bin gerührt, ne? Mehr geht nicht, ne? Vielen, vielen Dank. Also wenn er mich jetzt noch geküsst hätte, hätte ich gedacht, jetzt übertreiben wir aber. Dumm nur, dass sich in der gedruckten Version ein paar eklatante Fehler eingeschlichen haben. So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit Seite 7. Jeder geht so weit, bis er glaubt, seinen Platz gefunden zu haben. Der Weg an... Stopp, ganz kurz bitte. Im Buch steht einen Platz. Einen Platz gefunden zu haben? Das wäre es natürlich noch, wenn das Lektorat nicht richtig... Seinen Platz gefunden zu haben, das ist natürlich, ne? Das tut mir leid, mir ist das jetzt nur aufgefallen, dass sich das unterscheidet. Wenn es jetzt natürlich bei allen gedruckt ist, dann müsste ich es natürlich so machen, wie es im Buch ist. Dann sollte ich es natürlich im Hörbuch auch so lesen. Also mir ist es wirklich egal, von wo Sie lesen. Suchen Sie sich's aus. Wir sind unser eigenes Gepäck. Wir nehmen uns mit, egal wohin die Reise geht. Stopp bitte ganz kurz, weil im Buch steht Gepäck. Das glaube ich nicht, ne? Sie können es kontrollieren. Was steht bei Ihnen in Ihrem... Bitte nicht, ne? Ich habe Angst, dass da wirklich... Das glaube ich nicht, ne? Es ist völlig unerheblich. Ja, das wundert mich, weil es steht, also im Buch steht eindeutig unerblich. Oh nein! Wer nie losgeht, kann auch nie ankommen. Na, im Buch steht das bei mir anders. Bitte nicht. Oh Gott, ich hab Angst. Wer nie losgeht, kann auch nie kommen und wer nicht stehen bleibt, kann nicht erwarten, da bleiben zu können. Das wäre ja, das ist natürlich schwierig, ne? Das kannst du auch nicht mit Viagra regeln. Also, nee, das wäre natürlich schwierig. Wer kann nicht kommen, ja, gut, ne? Was soll man da sagen? Das macht ja so wenig Sinn, das ist ja wie Sex ohne Orgasmus oder wie Braten ohne Fett. Das ist ja irre. Ich finde es auch irgendwie unpassend. Aber das kann ja nicht sein, dass das schon alles gedruckt ist dann. Blöd ist nur, dass das halt heute schon rausgegangen ist mit 1500. Oh Gott, das wird nicht rausgegangen an alle? Also ich kann mir so erklären, dass die Lektorin an einer brennenden Hanfplantage vorbeigelaufen ist und tief eingeatmet hat. Aber das ist ja schon sehr sinnverändernd. Sehr sinnverändernd. Das ist ja keine Kleinigkeit mehr, ne? Also ich möchte das Buch gar nicht mehr in die Hand nehmen, wenn ich ehrlich bin.